Herzlich willkommen zu der DigiTalks for Business Session beim E-Day 2012. Seit dem letzten E-Day hat sich im Bereich Social Media. Okay, nochmal die Einlage. Seit dem letzten E-Day hat sich im Bereich Social Media und Social Media Marketing sehr viel getan. Um die Erneuerungen zu erfahren und die Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing kennenzulernen, haben wir heute zwei Experten bei uns. Und wir werden mit Ihnen auch besprechen, dass Social Media keine Wollmilchsau ist und dass man auch sehr viel dafür tun muss, dass man Erfolg hat. Mein Name ist Meral Akin-Hecke, ich bin die Leiterin und Gründerin von DigiTalks, von dem Netzwerk für digitale Medien. Unser erster Vortrag heute ist zum Thema, was war, was ist, was wird vergessen und was kann noch kommen. Bevor ich meinen Vortragenden auf die Bühne bitte, möchte ich zwei organisatorische Hinweise geben. Wir haben Livestream aus allen vier Sälen, auch aus unserem Saal. Ich begrüße auch unsere Zuseherinnen und Zuseher beim Livestream. Und Sie können Ihre Fragen aus dem Publikum hier stellen oder auch per Twitter. Und diese bitte mit den Hashtags eDay 2012 und Hashtag DigiTalks, dann wissen wir, das ist eine Frage an unsere Referenten und jeweils nach einem Vortrag kommen wir dann auf Ihre Fragen zurück. Und jetzt möchte ich gerne Roland Trinnig, unseren ersten Vortragenden, vorstellen. Roland Trinnig ist Creative Director bei Spinnwerk, die Agentur für neue Kommunikation. Er verantwortet Online-Kampagnen für Kunden wie Knorr, Obi, Le Meridien, Denzel Mobility und Carsharing. Und noch ein Hinweis, unsere Sessions am Vormittag sind als Einführung gedacht. Und Sie können aber die Vortragenden natürlich alles fragen. Wir haben am Nachmittag noch drei vertiefende Sessions. Also was hier vielleicht nicht direkt auf der Bühne vorgezeigt wird, da haben Sie noch die Möglichkeiten. So, Roland, bitte. Schönen guten Vormittag, herzlich willkommen, wow, voller Saal. Ja, was war, was ist, was wird vergessen, was kann noch kommen? Das ist jetzt in einer halben Stunde ein Abriss, wie das sich das Ganze entwickelt hat. Da möchte ich beginnen, einmal wie sich überhaupt das Internet entwickelt hat und von welchen Messgrößen und von welchen Zahlen wir da sprechen. Mittlerweile haben wir fast 6 Millionen Internetnutzer in Österreich, also fast 80% der Bevölkerung oder 80% der Bevölkerung nutzen das Internet. 71% regelmäßig, mehrmals in der Woche. Das heißt, das ist einmal die Ausgangsbasis, die wir auch im Social Media haben, weil online ja eine Voraussetzung ist. Die Internetnutzung nach Zielgruppen, da sieht man, es wird immer älter mittlerweile, also es gleicht sich ganz stark an. Bei den ganz Jungen haben wir schon eine 100%ige Reichweite, zumindest rechnerisch. Das heißt, online ist das Internet ist ein Massenmedium geworden. Auch am Smartphone ganz, ganz starke Entwicklung. Es war, glaube ich, vorhin schon, ich habe schon auf der Twitter-Wall gesehen, wir sind ein Smartphone-Land, das stimmt, das macht sich auch in Social Media bemerkbar. Social Media, die verschiedensten Plattformen, allen voran Facebook, die große eierlegende Wollmilchsau beinahe des Social Webs. Das ist eine Entwicklung des Q1 zum Q2 aus dem Internetmonitor von Integral. Ich bin schon gespannt, wie dann die Zahlen des Q1 2012 aussehen werden. Facebook ein starkes Wachstum, MySpace geschrumpft, wie wir alle wissen. StudioVZ-Netzwerke fast schon verschwunden. Xing relativ stabil, Twitter stabil, wächst. Netloch, U-Boot und so weiter. Das heißt, es fokussiert sich ganz, ganz stark ja doch auf Facebook. Wie schaut jetzt die Nutzung von Social Media aus? Also da ist jetzt die Ausgangsbasis der Internetnutzer. Wie verhalten sich die Internetnutzer? 51% aller Internetnutzer verwenden Social Media Plattformen. Da ist interessant zu sehen, dass sich auch der Abstand zwischen Frauen und Männern da schon fast angeglichen hat. Also es ist relativ ausgeglichen. Und bei den jungen 14- bis 19-Jährigen sind schon 89%, die auf irgendeiner Social Media Plattform aktiv sind. Spannend ist, dass auch bei den 40- bis 49-Jährigen schon die Hälfte auf irgendeinem Social Network aktiv ist. Integral sieht auch in dem Bereich für heuer ein besonders starkes Wachstum. Interessant auch, dass es hier immer noch einen Bildungsgap gibt, aber auch der wird geringer.
Warum ist das Ganze so interessant? Weiterempfehlungen von Freunden sind einfach eine wahnsinnig glaubwürdige Informationsquelle. Empfehlungen von Freunden und Bekannten ist da die Topbox mit 76%. Printausgaben von Testmagazinen kommen danach. Kundenbewertungen auf Bestelllisten im Internet als nächstes. Im Vergleich dazu die verschiedenen Werbegeschichten, Webseiten von Anbietern spielen da schon eine deutlich untergeordnete Rolle. Das heißt, wenn man es schafft, dass User von Social-Plattformen über ein Unternehmen sprechen, idealerweise positiv, dann ist das sehr, sehr glaubwürdig und sehr, sehr viel glaubwürdiger, als das Werbung jemals sein kann. Was auch interessant ist, ist, warum nutzen Menschen Social-Media-Plattformen, soziale Netzwerke? An erster Stelle ist wenig überraschend Kontakt mit Freunden und Bekannten halten. Das ist klar, dafür ist es ja erfunden worden und dafür ist es gedacht. Einladungen zu Veranstaltungen, immer wissen, was im Freundeskreis los ist, sind auch so Funktionen, die man kennt. Spannend ist aber, dass 46% angegeben haben, Infos zu Anbietern, Produkten und Dienstleistungen. Das heißt, es ist das ganze Thema Unternehmensauftritte auf Facebook, Informationen zu Unternehmen, in Dialog treten mit einem Unternehmen, ist ein ganz, ganz großes Thema und ein großes Nutzungsmotiv für Social-Media-Plattformen. Die größte Plattform, ich habe schon gesagt, ist mit Abstand Facebook. Hier sieht man die Entwicklung von 2008 zu 2011. 58% der Internetnutzer nutzen in Österreich Facebook. Das sind aktuell 2,7 Millionen. Das sind fast 33% der Gesamtbevölkerung und 43% der Onliner. Also eine sehr, sehr hohe Zahl, die tatsächlich Facebook nutzt. Und auch hier wird es schon deutlich älter und damit auch spannend. Also auch bei den 60- bis 69-Jährigen sind immer noch 40% der Internetnutzer auf Facebook aktiv. Also da sieht man, was für enorme Reichweiten diese Plattform erreicht. Aktuell 810 Millionen aktive User, bis zu 500 Millionen aktive User an einem einzigen Tag. Durchschnittlich immer noch 130 Freunde. Facebook argumentiert damit, dass das immer schon so eine Zahl war, die man in seinem sozialen Umfeld hat. Verwandte, Bekannte, Freunde ergeben immer schon angeblich diese 130. Interessant ist, dass diese Zahl relativ konstant ist, seit es Facebook gibt. Eine extrem hohe Verweildauer. Aktuelle Zahlen sagen, dass in Deutschland 21% der Online-Zeit für Social-Media-Plattformen aufgewendet werden. Mehr als 250 Millionen mobile Nutzer gibt es und die mobilen Nutzer sind zweimal so aktiv wie die anderen. Hier nochmal die Altersverteilung in Österreich. Der größte Bereich derzeit die 20- bis 29-Jährigen, nicht mehr die ganz die Jungen und es wird immer älter und gleicht sich immer stärker an. Was man immer wieder hört, es gibt Rückgänge bei Facebook, es gibt Absacker, man sieht die auch hier in der Entwicklung. Das sind, immer wenn es dann irgendwelche Berichte gibt, Facebook verliert Zahlen, ist meistens passiert, dass es ein Cleanup gegeben hat, sprich Facebook nutzt seine Guidelines und löscht Profile, die nicht guideline-konform sind, also die zum Beispiel mit irgendwelchen Nicknames arbeiten und nicht dem Klarnamenzwang, den Facebook ja hat, folgen. Man sieht aber dann an der Kurve, dass es relativ schnell wieder raufgeht. Das heißt, in Summe wächst es nach wie vor. Wie gesagt, 2,7 Millionen alleine in Österreich. Im Vergleich Twitter dazu mittlerweile 71.000 registrierte Profile. Also da sind es tatsächlich registrierte, während wir bei Facebook von aktiven Usern sprechen, die innerhalb der letzten 30 Tage die Plattform genutzt haben. Bei Twitter aktiv sind 35.000 und schreiben, also die tatsächlich auch einen Tweet abgefasst haben, sind 27.000. 7.687 lesen nur mit. Was hat sich alles gerade getan? Die neue Timeline für Privatprofile ist im Ausrollen, haben noch nicht ganz alle. Es ändert sich dadurch, dass man ganz leicht in ein Jahr reinklicken kann, schauen kann, was da passiert ist, Lebensereignisse, die passiert sind, Umzüge in eine andere Stadt, ein Jobwechsel und so weiter. Wird jetzt sehr, sehr viel sichtbarer, als das vorher war. Vorher war das ein Thread, ein Newsfeed, wo das alles in einer Wurst stand und wo man halt ganz, ganz weit scrollen musste, wenn man etwas aus der Vergangenheit erfahren wollte. Jetzt ist das sehr, sehr öffentlich. Neu ist auch, dass man die, zum Thema öffentlich, die Privatsphäre-Einstellungen jederzeit ändern kann, auch im Nachhinein. Also das ist etwas, was neu ist, wo Facebook ein bisschen auf Kritik reagiert. Es ist aber nach wie vor so, dass es natürlich eine sehr offene Plattform ist und dass Facebook kein Interesse hat, dass man seine Dinge wahnsinnig privat macht.
Eine Entwicklung, die jetzt für Unternehmensseiten besonders wichtig ist, ist, dass mittlerweile 85% der User den Newsfeed-Filter, den Facebook anbietet oder Facebook auch stark vorantreibt, tatsächlich nutzen. Das heißt, die obersten Postings, die Sie sehen, wenn Sie auf die Plattform gehen und eben den Filter nutzen, sind die Postings, von denen Facebook glaubt, dass sie für Sie am interessantesten sind. Das heißt, Sie kriegen die Postings nicht mehr in chronologischer Reihenfolge, sondern gewichtet nach dem, wie interessant es für Sie sein könnte. Das Ganze nennt sich der Facebook Edge Rank, wo eben Facebook errechnet, wie affin ist der Beitrag, sprich liken Freunde von mir das, wie interagiere ich sonst mit der Seite, besuche ich die Seite auch sonst, ist die Seite sonst auch so attraktiv, dass ich auch mal hingehe, dass ich beim Gewinnspiel mitmache und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der zweite Faktor, das Gewicht, ist es einfach nur ein Text, ist es ein Foto, die sind besonders, haben ein besonders hohes Gewicht, ist ein Link enthalten oder ist es ein Video. Das gibt noch einmal mehr Gewicht und steigt damit das Posting im EdgeRank und wie aktuell ist der Beitrag. Also aus diesen drei Faktoren errechnet sich dieser EdgeRank und da wird es eben spannend für Unternehmen, da so relevanten Content zur Verfügung zu stellen, so interessante Postings zu machen, dass die User damit interagieren und dass sie eben nicht nur mit den Postings interagieren, sondern auch mit den Seiten interagieren. Das ist eine immer größere Herausforderung, weil es eben sonst passieren kann, dass man einen Großteil seiner Fans gar nicht mehr erreicht mit einem Posting. Da werden wir dann später wahrscheinlich auch noch mehr hören zum Thema Messen. Ja, was immer noch vergessen wird, Redaktionsplanung. Machen Sie sich einen Plan, was Sie mit Ihrer Seite vorhaben, zumindest für das nächste Monat. Denken Sie aber, wenn Sie mit einer Seite starten, auch schon daran, was habe ich vor, in einem Jahr mit der Seite zu machen? Wie schaffe ich es, eine Seite über ein Jahr hinweg interessant zu halten? Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie jetzt eine Kampagne planen, für zwei Monate eine Facebook-Seite machen als Kampagnenseite. Die wird dann einschlafen, es wird dann nichts mehr passieren. Also überlegen Sie sich vorher schon, wie können Sie sie interessant halten. Posten Sie nicht nur Ihre eigenen Inhalte und Produkte, das ist das, was einem am leichtesten fällt, klar. Man will natürlich mit Marketingbotschaften rausgehen und man will natürlich sagen, wie toll man ist und dass man das Produkt kaufen soll. Bringen Sie auch was Lustiges, das muss nicht unbedingt immer im Kontext zum Unternehmen stehen. Das kann irgendein lustiger Welttag sein, das kann irgendwelche Ereignisse sein. Das sind so die Momente, wo Sie für Ihre Fans dann auch sympathischer werden, wo Sie menschlich werden, wo das Ganze dann social wird. Die Seite oder das Unternehmen versteht Spaß. Service-Tipps und Tricks. Schauen Sie, dass Sie serviceorientiert sind, bieten Sie Ihren Fans wirklich einen Mehrwert. Also es reicht nicht mehr, dass jemand eine Seite liked oder ein Unternehmen liked, weil die Marke so cool findet. Ich will auch was davon haben. Also die Leute erwarten sich einen Mehrwert von einer Facebook-Seite. Erzählen Sie über sich, erzählen Sie über das Unternehmen, stellen Sie die Mitarbeiter vor, machen Sie das Unternehmen angreifbar. Und ganz, ganz wichtig, und darum geht es ja, Social-Media-Kanäle sind ja Dialogkanäle in Wirklichkeit. Also die Menschen dort wollen sich ja austauschen, wollen ein Feedback, wollen Fragen stellen. Stellen Sie auch Fragen an Ihre Follower, an Ihre Fans und treten Sie mit denen in Dialog. Sie werden erstaunt sein, was Sie alles herausfinden. Sie können kleine Marktforschungen machen. Sie wissen relativ schnell, wenn Sie ein Produkt einführen, wie das draußen ankommt. Nutzen Sie das, machen Sie sich das zu nutzen, auch wenn Kritik kommt. Sie wissen dann, Sie haben ein Problem und Sie müssen es lösen. Gut, jetzt haben wir einen Redaktionsplan erstellt. Wir haben jetzt die verschiedenen Teile relativ gleichmäßig in unserem Redaktionsplan verteilt, sodass es auch wirklich interessant ist. Wann machen wir das Ganze? Dazu gibt es verschiedene Studien. Facebook hat gestern empfohlen, dass jeden Tag ein guter Posting-Intervall ist. Denzarella hat eine Studie gemacht und 2600 verschiedene Facebook-Seiten untersucht, bei welchem Posting-Intervall die größten Interaktionsraten sind. Und hat herausgefunden, dass jeder zweite Tag die höchsten Interaktionsraten bringt. Interessant daran ist, dass es in beide Richtungen abfällt. Sprich, die Fans gutieren es nicht, wenn sie häufiger posten. Das ist nicht so wahnsinnig überraschend, weil es kann dann schnell einmal nerven. Sie gutieren es aber auch nicht, wenn sie deutlich weniger posten. Und das ist etwas, was dann doch überraschend ist. Das heißt, eine Seite, die nur einmal in der Woche postet, wird geringere Interaktionsraten haben, weil es die Fans gar nicht so super finden, aber auch, weil sie dadurch, wenn sie nicht regelmäßig posten, Schwierigkeiten haben mit dem EdgeRank und dadurch mit den Postings nicht in den Hauptmeldungen erscheinen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, regelmäßig relevanten Content zur Verfügung stellen. Wann macht man das Ganze? Social Media kennt keine Bürozeiten und wenig überraschend ist die Nutzung von die private Nutzung von Facebook-Seiten oder von Facebook-Profilen eine ganz andere als die Nutzung der Unternehmensseiten. Das ist jetzt die Entwicklung der Gefällt-mirs und der Kommentare im Wochenverlauf.
Das heißt, es wird am Wochenende mehr kommentiert und mehr geliked als unter der Woche. Und unter der Woche an den Tagen schaut es eben so aus, die orange Linie ist die Aktivität der User, also der Fans, und die blaue Linie ist die Aktivität der Seiten. Da erkennt man ganz schnell, Community Manager kommt ins Büro, schaut in seinen Redaktionsplan, hat ein Posting zu machen, macht seinen Posting-Job, dann Mittagspause und dann beantworten wir noch ein bisschen was und das war's. Während die Fans dann, wenn der Community Manager nach Hause geht, am aktivsten sind. Blöde Geschichte, das muss man irgendwie geregelt kriegen und irgendwie lösen. Es ist kein 9-to-5-Job, eine Community zu managen. Sie werden, wenn Sie ein Problem haben, wenn draußen eine Krise passiert oder so, wird die auch mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit am Abend ausbrechen oder an einem Wochenende ausbrechen. Das heißt, Sie brauchen Community Manager, die das auch am Abend checken, die auch am Wochenende zumindest schauen, ob da irgendwas auf der Seite passiert und im Fall des Falles auch tatsächlich reagieren und in einen Dialog treten können. Wir kennen alle die Beispiele von Nestle, KitKat zum Beispiel oder in letzter Zeit noch relativ frisch der Spot von George Clooney, der ein bisschen umgedreht wurde zum Thema Fairtrade. Es geht dann einfach nicht, dass Sie dann erst am Montagnachmittag reagieren. Also selbst wenn Sie dann eine Antwort haben, die glaubwürdig ist und die richtig ist und die gut ist und Sie argumentieren können, dass der Angriff nicht gerechtfertigt ist, alleine dadurch, dass Sie 2 Tage Zeit brauchen, um überhaupt eine Antwort zu finden, sind Sie schon einmal in einer schlechteren Position und glaubt man Ihnen das, was Sie sagen, schon einmal nicht mehr so, als würden Sie schnell und gleich reagieren. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie Ihren Community Manager, egal ob der jetzt im Unternehmen sitzt oder ob der ausgesourced ist, dass der auch das Handwerkzeug hat, schnell handeln zu können. Also der braucht ordentlich vorbereitete FAQs, der muss jedes mögliche Issue vorbereitet sein, wie das Unternehmen dazu steht und dass der auch das Pouvoir hat, antworten zu können und nicht vorher 27 Entscheidungsträger im Unternehmen gefragt werden müssen, wie man denn jetzt auf etwas reagiert. Das funktioniert nicht. Ganz, ganz wichtig, Social Media kennt einfach keine Bürozeiten. Da kommt man jetzt natürlich schnell auf den Gedanken, das wäre aber praktisch, wenn wir die Postings am Wochenende dann automatisiert machen könnten, da gibt es doch auch so tolle Tools. Das stimmt, es gibt tolle Tools, die machen automatisierte Postings, sie bräuchten theoretisch am Sonntag dann nicht vorm Rechner sitzen als Community Manager, wenn das Posting passieren soll. Das Problem ist, wenn das Posting gut ist, wird es wahrscheinlich Interaktion dazu geben und dann braucht es den Community Manager erst recht wieder. Das heißt, diese automatisierten Posting-Tools, so verlockend sie klingen, recht sinnvoll sind sie nicht, weil es soll ja zu einem Post Interaktionen stehen und da muss der Community Manager da sein, wenn das Posting passiert. Das habe ich vor ein paar Wochen bei Karrierebibel entdeckt, ein Social Media Reaktionsflussdiagramm. Eigentlich ist es traurig, dass man so etwas braucht. Im Grunde sind das ganz normale Gespräche, die da stattfinden. Und wir beginnen hier beim Start. Sie erhalten eine Reaktion. Ist sie positiv, ist sie negativ? Beginnen wir mal mit dem Positiven. Sie bekommen ein Lob. Irgendein Freund, Fan des Unternehmens postet Ihnen super neues Produkt, toll. Wie werden Sie reagieren? Im privaten Leben würden Sie sofort sagen, hey, wenn du gut ausschaust, kriegst du als Antwort, ja, danke, freut mich, du schaust auch super aus. Warum passiert das auf so vielen Facebook-Seiten nicht? Warum gibt man den Fans nicht eine Antwort? Das höchste der Gefühle meistens ist, dass sie vielleicht ein Like kriegen. Es wird dann aber nicht darauf eingegangen. Es gibt kein Dankeschön, es gibt keine Frage, hast du vielleicht schon das andere Produkt probiert, das so ähnlich ist, oder hast du schon probiert, weiß ich nicht, ein Rezept damit, was auch immer. Also man kann gerade aus Lob, aber auch aus Kritik Dialoge bauen. Steigen Sie in diese Dialoge ein, nutzen Sie das. Das passiert leider viel zu wenig. Also diese Frage, möchten Sie antworten, die stellt sich in Wirklichkeit nicht, sondern man hat zu antworten. Das Gleiche, was ist, wenn es negativ ist? Stimmt es oder stimmt es nicht? Wenn es nicht stimmt, werde ich versuchen, es klarzustellen. Wenn es stimmt, werde ich versuchen, das Problem zu lösen. Genauso wie Sie es im Zwischenmenschlichen, im Privaten auch tun. Wenn Ihnen Ihr Partner, Ihre Partnerin sagt, du, ich habe ein Problem, wie du mich behandelst, dann werden Sie in irgendeiner Weise versuchen, das zu lösen. Ich weiß nicht, warum es immer noch so schwierig ist für Unternehmen, solche Probleme auf Facebook-Seiten oder in Social-Media-Kanälen zu lösen. Es wird nach wie vor viel zu wenig gemacht. Und hinzu kommt, dass da natürlich Tausende, mitunter Hunderttausende Menschen mitlesen und sehen, dass da nicht geantwortet wird und dass der Fragen stellt, die meistens ja sogar ganz, ganz nett sind und eh nur ganz vorsichtig formuliert sind und die einfach keine Antwort kriegen. Das sollte halt einfach nicht passieren. Das heißt, das muss ein Community Manager verinnerlicht haben. Er muss wissen, wie er zu kommunizieren hat und dass er kommunizieren soll und dass er es auch darf im Unternehmen. Das ist auf karrierebibel.de habe ich das gefunden. Wird es aber wahrscheinlich eh geben, ein Handout oder der Präsentation. Also Sie können dann die Präsentation auch sich anschauen.
Ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man es gut macht, wie man gut mit Fans interagiert, ist Hornbach in Deutschland. Mein Lieblingsbeispiel, ein Fan postet auf die Wall, dass er gerne eine Verkäuferin in einem Markt kennenlernen würde. Das ist jetzt nicht unbedingt ein business-relatedes Thema für Hornbach. Hornbach müsste darauf eigentlich nicht reagieren. Was haben Sie gemacht? Sie haben reagiert, Sie sind in den Dialog getreten, Sie haben ihn ermutigt. Ach Oliver, warum machst du es nicht einfach? Hingehen, ansprechen, ganz einfach. Das sind so die Momente, ja, Sie lachen, aber das sind so die Momente, das passiert. In der klassischen Werbung sprechen wir von Moments of Truth. Diese Moments of Truth, die gibt es auch in Social Media. Und das ist genau so etwas. Wenn sich ein Unternehmen menschlich zeigt, wenn es in einen Dialog einsteigt und wenn es einmal eine unerwartete Antwort gibt, obwohl es gar nicht direkt gefragt ist. Das ist es, was es ausmacht. Das ist einer der entscheidendsten Faktoren überhaupt für gute Community-Arbeit und für gute, erfolgreiche, dauerhaft erfolgreiche Seiten. Wenn die Menschen da das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden, dass mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert wird, dann werden sie ihnen auch das danken und dann werden sie hohe Interaktionsraten haben und man wird auch ihre Marketingbotschaften dankbar aufnehmen. Das ging dann ewig weiter, es war auch in vielen Blogs zu lesen, man hat dann sogar vermutet, dass das eine PR-Aktion war von Hornbach, war es aber tatsächlich nicht, dass es wirklich passiert. Eben, wie der Name schon sagt, Social Media is about people, Social Media is social. Behandeln Sie Ihre Fans, wie Sie auch einen Stammkunden behandeln. Jemand, der eine Kundenkarte hat, kriegt alles nachgeworfen, er kriegt Rabatte, er kriegt ein Geburtstagsmailing, er wird umhätschelt und umsorgt. Das Gleiche gilt auch für Fans. Da deklariert sich jemand, dass er Ihr Unternehmen toll findet. Dann sollten Sie ihn vielleicht auch ein bisschen toll finden. Kommunizieren Sie wie im zwischenmenschlichen Dialog auch. Es ist im Grunde ganz simpel, reden Sie mit denen, tauschen Sie sich aus, lösen Sie Probleme, bedanken Sie sich für Lob. Und wer Community Management macht, der muss es einfach gern mögen, der muss sich gern mit Menschen austauschen, der muss gern mit Menschen reden, der muss nicht die super tollsten Marketingfloskeln und PR-Floskeln aus dem FF beherrschen, der muss einfach nur ganz normal auf Augenhöhe mit den Fans kommunizieren. Und er braucht eben auch wirklich das Pouvoir, das tun zu dürfen, ohne dass er jedes Mal nachfragen muss, du, darf ich da jetzt das und das antworten. Wenn man das einhält, dann ist schon einmal ein ganz, 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 ganz großer Brocken im Community Management gemacht und dann klappt es auch mit dem Community Building. Was kommt? Gestern waren ja ganz, ganz große neue Ankündigungen bei Facebook. Die Timeline, die wir für private Profile jetzt schon eine Weile kennen, kommt jetzt auch für Unternehmen. Neu ist oben das große Header-Image. Neu ist, dass es den Welcome-Tab in der bisherigen Form nicht mehr gibt. Die Tabs sind jetzt hier, ein bisschen versteckter als bisher. Sie haben die Möglichkeit, Postings nach oben zu pinnen für eine Woche. Das heißt, jemand, der jetzt zum ersten Mal auf die Seite kommt, sieht dann zum Beispiel ein populäres Posting, das Ihnen besonders wichtig ist, oben. Apps oder Gewinnspiele finden Sie hier. Drei davon haben hier Platz, Fotos sind immer fix und darunter haben Sie für bis zu 12 Platz. Wobei natürlich da das Problem ist, dass die, die darunter sind, kaum gesehen werden. Da bietet natürlich dann Facebook die Lösung, dass man Werbeanzeigen dafür schaltet. Die wollen halt auch Geld verdienen. Was ist spannend an dieser Timeline, genauso wie bei privaten Profilen auch, können Sie mit der Timeline die Geschichte des Unternehmens erzählen. Sie können beginnen, wenn das Unternehmen, weiß ich nicht, 18 irgendwann gegründet ist, können Sie die Gründung, wie das entstanden ist, wann wurden die ersten Filialen eröffnet, wann wurde expandiert. Alles das können Sie jetzt in der Timeline sehr, sehr schön abbilden. Das ist ganz, ganz interessant. Also auch da wird es mehr social. Und es gibt neue Werbeformen, die sogenannten Premium Ads. Auf der Startseite direkt neben dem Newsfeed und neu jetzt auch im Newsfeed. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass Sie direkt im Newsfeed der User mit Ihren Werbeanzeigen vertreten sind. Und auch ganz neu, das hat wohl ein bisschen mit dem Börsengang zu tun, dass es jetzt auch Ads im Newsfeed auf mobilen Geräten geben wird. Und neu Ads auch auf der Logout-Seite. Also wenn ich mich jetzt auslogge, kann ich da auch ein Ad schalten. Also Facebook ist fleißig dran, die Plattform stärker zu monetarisieren. Außerdem hat Facebook ja vor einer Weile Govalla gekauft. Das ganze Thema Location-Based Services, da gibt es am Nachmittag dann auch einen tiefergehenden Vortrag dazu, wird ein größeres werden. Das ganze Thema Couponing, Mobile-Couponing wird ein ganz, ganz starker Trend sein und wird größer werden. Auch hier hat Facebook ein neues Produkt vorgestellt gestern, wo Sie direkt an Ihre Fans einen Gutschein verschicken können, die wiederum den Gutschein teilen können, ihren Freunden schicken können. Also das ist ein ganz, ganz starkes, spannendes Tool, vor allem auch für kleinere Unternehmen. Also da haben Sie ganz einfach, relativ preiswert die Möglichkeit,
Couponing einzuführen, was Sie im Printbereich nur sehr, sehr kostspielig realisieren können. Kurz zusammengefasst, anstatt einen Coupon über eine App zu verbreiten oder eben über den Postweg zu verbreiten, will Facebook eben Unternehmen die Option bieten, Coupons-Sonderangebote im Newsfeed zu publizieren. Also ein ganz, ganz starkes Tool, das da kommen wird. Und zum Schluss noch ein der aktuelle Shootingstar in der Social-Media-Welt, Pinterest. Ich weiß nicht, wer pinnt schon? Gibt's? Bitte, unglaublich. Wer ist auf Twitter? Doch mehr, ja. Wer ist auf Facebook? So wenige. Scherz. ja, spannendes neues Ding, das da aufgepoppt ist. Funktioniert sehr, sehr eng verschränkt mit Facebook. Das ist überhaupt etwas, was man sieht, dass alles, was jetzt an Neuen kommt oder sehr vieles, was an Neuen kommt, ganz, ganz eng mit Facebook verschränkt ist. Also diese sogenannten Social Graph Apps. Ähnlich auch Spotify, der Musikstreaming-Dienst, wo ich gemeinsam mit Freunden Musik hören kann, Musik teilen kann. Diese Dinge wird es in Zukunft mehr geben und macht eben das Internet oder Facebook ein Stück weit sozialer, auch mit Dingen, die wir so im alltäglichen Leben tun. Das war's von mir. Hier können Sie mich erreichen. Wir sind auch den ganzen Tag oben in der Erlebniszone zu erreichen, wenn Sie Fragen an uns haben. Ja. Dankeschön. Herzlichen Dank, Roland Trinick, für den Einblick, für die Einführung, was war, was ist, was kommt, was wird vergessen. Und wir nehmen jetzt gerne Fragen vom Saal und auch vom Twitter-Feed. Stimmt, da ist er ja. Da ist hinter einem Busch versteckt. Die Unterlagen auf ID.at werden Sie den Link auch bekommen. Auch bei den Livestreams sind die Unterlagen jeweils neben dem Video eingeblendet. Dort haben Sie auch direkt bei dem Livestream. Okay, jetzt geht's. Also ganz generell muss man mal sagen, es gibt eine sehr rege Teilnahme bei unseren Twitter-Usern, aber was die Fragen betrifft, sind sie noch nach wie vor sehr zurückhaltend. Vielleicht so eine kurze Statistik von 9.45 Uhr. Da hatten wir 333 Posts auf Twitter. Foursquare war mit 66 Check-ins vertreten, yeah. Und Facebook 38 Posts und Google Plus 0. Also nur so Überraschung. Zur Stimmungslage. Und eine Frage gab es allerdings, und zwar an Sie, Herr Trinick. Mhm. Würden Sie sagen, Social Media ist Facebook? Nein, Social Media ist nicht Facebook, aber Facebook ist mit Abstand die relevanteste Plattform. Das ist einfach so, das ist ein Faktum. Und wenn Sie sich als Unternehmen damit beschäftigen, wird an Facebook kein Weg vorbeiführen und dann sollten Sie als erstes dort Ihre Hausaufgaben gut machen, bevor Sie an andere Plattformen denken. Also einfach aus Gründen der Effizienz. Sie erreichen dort fast ganz Österreich oder fast die Hälfte der Online-Bevölkerung in Österreich. Wenn Sie spitze Zielgruppen haben, wenn Sie die Bloggersphäre erreichen wollen, dann werden natürlich andere Plattformen, vor allem Twitter, interessant. Aber wenn Sie in einen breiten Markt rein wollen und da sich mit Ihren Kunden austauschen wollen, besonders im B2C-Bereich, wird dann Facebook kein Weg vorbeiführen. Okay, noch eine schöne Frage zum Abschluss. Gibt es ein Leben nach Social Media? Wieso nachher? Das geht nicht mehr weg, das bleibt. Okay, danke. Danke. Vor allem, es gibt ein Leben neben Social Media. Richtig. Also das Leben ist nicht nur Social Media. Auch es war nicht nur Web, so wie Webseiten aus den, wie die Pilze herausgekommen sind. Ich habe jetzt nicht den ganzen Überblick, aber das war von Twitter soweit. Und ja, vom Publikum gerne auch also Einsteigerfragen sind auch willkommen, wie starte ich oder wo fange ich an und auch Expertenfragen gerne. So, jetzt brauchen wir zwei Saalmikrofone waren da. Hier ist eine Frage vorne. Kommen Sie bitte in die erste Reihe. Nein, hier. Nein, die Kollegin ist da drüben. Ja, wer auch immer, die erste Reihe. So, der Herr bitte. Ja.
Ja, ich habe eine praktische Frage. Wie läuft die Bezahlung dieser Leute, die sich dann rund um die Uhr dort hinsetzen, die kompetenten Antworten geben und das Pouvoir haben, für den ganzen Betrieb richtig zu antworten? Wie läuft das? Wie bezahlt man die? Genauso wie Sie einen Callservice-Mitarbeiter zum Beispiel bezahlen oder einen Kundendienst-Mitarbeiter bezahlen. Also mit Cent pro Antwort, oder? Gibt es verschiedenste Modelle, die gehandelt werden. Ich hätte gerne einen Preis von Ihnen gehört. Wir sind ja da viele Unternehmer, die ja jetzt mit dem Thema spielen. Jetzt müsste man natürlich schon wissen, was ist so der Marktwert. Wir können uns gerne oben am Tisch unterhalten. Also das ist geheim. Dankeschön. Nein, er ist nicht geheim, aber er ist davon abhängig, wie groß die Community ist. Also was für ein Unternehmen das ist, wie viele Menschen sie überhaupt erreichen wollen, welche Ziele sie haben. Also es gibt keinen Fixumpreis für Community Management. Und es heißt auch nicht, dass Community Manager unbedingt an eine Agentur oder an einen Dienstleister ausgelagert werden muss. Es kann auch zielführend sein, dass es im Unternehmen angesiedelt ist. Roland, hier vielleicht noch eine Frage. Gibt es auch Unternehmen, die zum Beispiel angeben, wir sind von 8 bis 8 am Tag erreichbar und nachher nicht? Gibt es andere Regelungen? Also kann man natürlich machen. Die Frage ist, ob es funktioniert. Ja. Also zum Beispiel die Deutsche Bahn macht das. Die haben Öffnungszeiten auf ihrer Facebook-Seite. Ist nicht schlecht, also zumindest weiß ich dann, wann ich damit rechnen kann, dass ich eine Antwort bekomme. Das Problem daran ist aber trotzdem, dass auch außerhalb der Öffnungszeiten halt irgendwas passieren kann und eine Frage passieren kann. Und gerade wenn irgendwelche Krisen aufkochen, dann passieren die ganz sicher außerhalb der Öffnungszeiten. Und um da nicht am kalten Fuß erwischt zu werden, macht es natürlich Sinn, zumindest auch außerhalb der Öffnungszeiten einen Blick drauf zu haben. Noch eine Frage war ganz... rechts außen, ja. Hallo Roland. Hallo. Ich hätte eine Frage betreffend diesem Social Media Moment, den du vorher von... den Moment of Truth? Ja, genau, Moment of Truth. Was war der beste Moment of Truth für dich von seit dem letzten E-Day? Also was ist so aus deiner Sicht? Weil du hast sehr viele Marken im Überblick im letzten Jahr gehabt. Viel, ich kann jetzt sagen, dass wir jeden Tag ganz viele bei Knorr haben. ist das Schönste, weil für mich beispielgebendste ist tatsächlich der von Hornbach. Weil das ein Punkt war, wo Hornbach eigentlich überhaupt nicht interagieren hätte müssen. Also da war ja auch gar nicht Hornbach direkt angesprochen, sondern ein Fan hat halt die Plattform genutzt, um einen Mitarbeiter von Hornbach oder eine Mitarbeiterin von Hornbach kennenlernen zu können. Und das war für mich besonders schön. Also das war sicher eins der Highlights im letzten Jahr. So, da ist vorne jetzt noch einmal eine Frage, aber dann habe ich hier noch eine Frage und gibt es da auch noch? Ich wollte jetzt nur Ihre Meinung dazu wissen zum Thema Netiquette. Mhm. Macht es Sinn, dass ich jetzt sage, welche Postings werden gelöscht, weil normalerweise soll man nicht löschen? Ja. Wird das empfohlen oder eher nicht? Es macht auf jeden Fall Sinn, dass Sie sowas wie eine Netiquette auf Ihrer Seite haben, damit Sie sich darauf beziehen können, wenn Sie denn wirklich mal was löschen. Macht auf jeden Fall Sinn, können Sie im Infobereich der Seite anlegen oder Sie machen einen eigenen Tab dafür. Sollte man schon tun, damit Sie was haben, worauf Sie sich beziehen können. Was Sie nicht... mit dieser neuen Umstellung jetzt mit der Timeline, wie wird das dann mit der Info sein, wie wird das ausschauen, wo kann man das dann einbauen? Da hat sich nicht wirklich sehr viel geändert, also Sie haben, nur das schaut dann einfach anders aus. Sie haben jetzt, ich kann es kurz zeigen. Ja, du kannst, können wir wieder umstellen auf Facebook? Auf Facebook sage ich, auf die Präsentation. Sie haben jetzt hier die Infos. Wenn Sie mehr Infos sehen wollen, dann haben Sie jetzt da den Infobereich. Und hier haben Sie die Möglichkeit, eben Tabs zu integrieren, eigene Tabs in Ihrem eigenen Look and Feel. Da könnte man zum Beispiel einen davon für den Etikett nutzen. Es ist halt die Frage, was Sie sonst noch für Themen haben und was Sie zeigen wollen. Okay, wichtig danke. Ist, dass Sie es irgendwo auf der Seite haben. Es wird nicht der Punkt sein, der am meisten angeschaut wird. Also lesen wird es kaum jemand, aber Sie haben dann etwas, worauf Sie referenzieren können, wenn Sie wirklich mal was löschen. So, eine Frage ist hier. Ja, ich hätte eine Frage. Sie haben angeführt, dass ungefähr 50% des Durchschnitts der Österreicherinnen und Österreicher auf Facebook vertreten sind. Was ist mit den anderen 50%? Wie verteilt sich das, Sie haben angeführt, Nicht-Maturanten, Maturanten, in weiterer Folge auf Universitätsabsolventen? Nutzen die im selben Ausmaß wie Maturanten oder fällt das dann, beziehungsweise... Nein, es ist nach wie vor so, dass je höher das Bildungsniveau, desto höher die Nutzung. Auch bei Akademikern? Ja. Ja? Und das ist halt dann natürlich auch wieder eine Altersfrage, wobei eben, wie gesagt, da eine ganz starke
Angleichung an die tatsächliche Demografie stattfindet, wie man es beim Internet ja auch gesehen hat. Das war anfangs sehr, sehr jung, sehr, sehr männlich dominiert und hat sich dann immer stärker der tatsächlichen Demografie angeglichen. Genau das Gleiche passiert bei Social Media auch, nur sehr viel schneller. Gibt es da auch Untersuchungen, wo der Plafond erreicht ist? Das heißt, es wird ja sicherlich eine signifikante Gruppe geben, die ihre Zeit nicht mit digitalen Medien vergeuden wollen, sondern nicht ihre Mobiltelefone zu streichen, sondern lieber persönlich ihre Mitmenschen. Das eine schließt das andere nicht aus. Der Plafond, es gibt keine Studie, wo der Plafond erreicht sein wird, aber man kann natürlich schauen, wie schaut es in anderen Ländern aus. Wir sind in Österreich ungefähr im Durchschnitt, also wir haben eine recht gute Penetration, es gibt aber Länder, Skandinavien zum Beispiel, wo es deutlich höher ist und ich glaube, die stärksten Penetrationsraten liegen irgendwo bei 70% der Bevölkerung, die auf Social Media Kanälen sind. Also da ist nach oben schon noch viel Platz und man sieht auch, dass es immer noch wächst. Und bei der Unternehmensnutzung, bei sehr, sehr kleinen Unternehmungen, die ja nur sehr beschränkte Ressourcen diesbezüglich zur Verfügung haben, Sie haben jetzt immer sehr, sehr große Unternehmungen wie Hornbach, Knorr und dergleichen angeführt, die haben ja, aber wenn jetzt ein Großteil der österreichischen Unternehmen sind ja One-Man-Shows oder Woman-Shows oder bis zu 10 Mitarbeitern, die haben ja nur sehr, sehr beschränkte Kapazitäten. Wenn ein Mitarbeiter im Jahr 50.000 Euro kostet, kann er das nicht ins Facebook investieren. Sie brauchen als kleines Unternehmen, Sie brauchen auch bei einem großen Unternehmen nicht unbedingt einen Vollzeit-Mitarbeiter, der das macht. Also das ist in der Regel etwas, was Mitarbeiter, die das gerne machen, mitmachen. Also der muss nicht den ganzen Tag vorm Schirm sitzen. Also es ist nicht so, dass jetzt pausenlos im Minutentakt was passiert. Es ist eine Frage, wie man das organisiert und in der Regel in kleineren Unternehmen wird es so sein, dass es Mitarbeiter mitmachen, die in der Kommunikation sind, denen das Spaß macht und die das eh gern machen wollen. Meistens haben sie jemanden, der sogar darauf brennt, das zu tun. Und ja, gerade für kleine Unternehmen ist es extrem spannend. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, das ist eine kleine Gesangsschule in Leasing. Die haben durch Social Media oder vor allem durch Facebook sich verdreifacht innerhalb des ersten Jahres. Also sie haben da schon gerade als kleines Unternehmen große Möglichkeiten. Danke. Mit vergleichsweise immer noch kleinem Budget. Noch Fragen? Okay, hier ist noch eine Frage, ja. Sie haben gerade den Punkt Budget angesprochen, kleines Budget, womit muss ein kleineres Unternehmen wie diese Gesangsschule rechnen? Wie gesagt, das kommt ganz darauf an, was Sie für Ziele haben. Die Gesangsschule hat im ersten Jahr 4.000 oder 5.000 Fans erreicht, auch eine relativ hohe Interaktionsrate und ihre Schüleranzahl verdreifacht. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie ausgegeben haben, aber es ist ein vierstelliger Betrag. Fürs erste Jahr. Also. Noch eine Frage? Okay. Ich habe noch die Frage, und zwar, wir sprechen hier sehr stark von Business to Customer, also zu diesem Segment Business to Business. Ist das jetzt auch für kleine Unternehmen, vor allem eben, wenn sie international jetzt sind, dann kommt wieder das nächste Problem mit der Sprache. Mache ich es auf Deutsch, mache ich es auf Englisch? Nein, Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, dass Sie, wenn wir jetzt bei Facebook sind, dass Sie Postings targeten, das heißt, Sie können, wenn Sie jetzt eine internationale Seite haben, für viele Länder können Sie die Postings in unterschiedlichen Sprachen machen und jeweils nur der jeweiligen Sprache anzeigen lassen, oder Sie halten es auf Englisch. Die Erfahrung zeigt, dass nationale Seiten aber trotzdem erfolgreicher sind und höhere Interaktionsraten haben. Und jetzt nochmal auf die Frage zurück, Business to Business, ist das jetzt, hat es auch dieselbe Effizienz, wie es bei der Musikschule zum Beispiel? Gibt es reichlich Beispiele, ja. Aber da muss man wahrscheinlich noch mehr Energie hineinsetzen, damit das ein effektives Werkzeug wird. Gerade bei Business to Business ist es ein großer Umdenkprozess. Also Sie müssen, wenn Sie da wirklich sehr erfolgreich sein wollen, kann ich Ihnen an der Erlebnistourne ein Beispiel zeigen von einer Anwaltskanzlei in Deutschland, die mit wahnsinnig viel Gratis-Content begonnen haben, sich eine Social-Media-Präsenz aufzubauen und auch so ganz, ganz stark gewachsen sind. Und eben typisch im B2B-Bereich. Okay, noch Fragen? Falls noch Fragen entstehen. Ansonsten sind, ja, eine Frage noch ganz schnell. Sie haben jetzt sehr viel vom Facebook gesprochen. Eingangs gab es ja da auch noch das Xing und ja. Google Plus mit Null etc. Ich meine, auf wie viel solcher Plattformen macht es denn Sinn, dann präsent zu sein? Weil das ist ja dann durchaus so redundant. Oder sind dann die User auch auf mehreren Plattformen? Wie macht man das?
Es gibt eine Gruppe von sehr, sehr aktiven Social-Media-Nutzern, die auf mehreren Plattformen sind, natürlich. Das ist abhängig vom Unternehmen, ist abhängig von ihren Zielgruppen. Kann man so pauschal nicht beantworten. Die relevanteste ist halt einfach immer Facebook. Und was dann kommt, sind die anderen. Roland, vielleicht hier zu erwähnen, dass es gut ist, auf einer Plattform anzufangen und zu sehen, genau, okay, und richtig, da zu schauen, okay, genau, was will ich erreichen? Also mal schauen, dass es auf einer Plattform, erstens mal überlegen, wer sind die Zielgruppen und wo erreiche ich die am besten. Wenn ich jetzt breit bin oder breit auftreten möchte, wird an Facebook keinen Weg vorbeiführen. Wenn ich sehr spitz bin, kann Twitter sehr, sehr zielführend und sehr, sehr interessant sein. Fangen Sie mit einer an, machen Sie dort Ihre Erfahrungen und wenn Sie sehen, es funktioniert auf anderen auch, dann dehnen Sie es aus. Aber ich würde Ihnen nicht vom Start weg empfehlen, jetzt sofort auf 5 Plattformen vertreten zu sein. Das ist meistens nicht so wahnsinnig effizient für den Start. Okay, vielen Dank für Ihre Fragen und wenn Sie noch weitere Fragen haben, wir sind in der Erlebniszone im ersten Stock, die rechte Treppe hinauf und da sind 10 Experten, Expertinnen den ganzen Tag für Ihre speziellen Fragen, wo es dann auch um Budgets und um Richtgrößen, natürlich genaue Angaben machen wir dort auch nicht, aber und so wie Sie sehen, also es ist eher ein Umdenkprozess und wie wir mit Social Media weiterleben werden.